Ich glaube, das, was die beiden Projekte verbindet, wir haben vorher mal nach einem gemeinsamen Nenner gesucht, ist natürlich der Umgang mit größeren Datenmengen. Das ist heute am Rande schon mehrmals Thema gewesen. Und für die, die jetzt vielleicht nicht direkt aus der Informatik kommen, das ist allen klar, denke ich, dass die gesamt verfügbaren Datenmengen in den letzten Jahren, und das ist einfach gesellschaftlich eine ganz neue Entwicklung, enorm steigen. Es gab schon 1956 mit dem Beginn der digitalen Rechenarbeit das Mooresche Gesetz. Die haben gesagt, alle 12 bis 18 Monate, vielleicht auch 22 Monate, verdoppelt sich die Rechenkapazität. Was hier auf der Grafik, die ihr da seht, mal auf Einzelrechner nachvollzogen wurde, das sieht aus wie eine lineare Kurve, ist aber, wenn ihr euch links die steigende Achse mal anguckt, tatsächlich keine lineare Entwicklung, sondern wenn wir uns mal dazu analog die Speichermengen angucken, ist es ein exponentielles Wachstum von vorhandenen Datenmengen. Und in unserem Kontext ist natürlich wichtig, dass es dabei in den letzten 20 Jahren zu einer massiven Verschiebung kam von dem, was an analogen Daten, also auf bedrucktem Papier, Schallplattenträgern, sonst was, weltweit vorhanden war und an dem, was digital ist. Also einerseits haben wir eine ungeheure Zunahme von Daten, andererseits ist jetzt mit letzten Zahlen nach einer Schätzung von McKinsey war das, glaube ich, schon 94% damals des Gesamtdatenbestandes weltweit in digitaler Form vorhanden. Gleichzeitig sehen wir, dass es da weltweit eine ungleiche Entwicklung gibt. Das heißt, wenn ihr euch mal die grafische Darstellung anschaut, Nordamerika und Europa, eventuell, wenn wir nach einem Pro-Kopf-Schlüssel reingehen, ganz rechts auch noch Japan, sind die Regionen, in denen das Phänomen hauptsächlich auftritt. Das heißt, wir haben da eine sehr eurozentristisches Phänomen erstmal. Das heißt einerseits, dass die anderen drei Kontinente technologisch noch nicht an dem Stand sind. Andererseits heißt das für uns natürlich, dass es eine sehr viel höhere Dringlichkeit gibt, sich mit dem Phänomen zu beschäftigen. Wie kommt das zustande? Erstmal hatten wir natürlich durch die ganzen 90er Jahre schon eine Digitalisierung vorher analoger Daten, beziehungsweise dann digitale Bearbeitung von Prozessen, die vorher analog, heute Administration in China wird, soweit ich gehört habe, noch weitestgehend auf Papier gemacht. Das ist in Europa, Nordamerika inzwischen anders. Dazu kommen dann in den 90er Jahren jede Menge sogenannte neue Datentypen. Und das war zuerst DNA, aber das sind, kennen alle mit dem Handy, Lokalisierungsdaten. Social Networking ist ein Riesenbereich. Ich habe mal nachgeguckt, letztes Jahr war das Unternehmen mit den größten vorgehaltenen Datenmengen weltweit Facebook mit um die 100 Petabyte, die die einfach aus der Arbeit der letzten Jahre so gespeichert haben. Internet of the Things, also das, was an RFID-Maschinensignalen gespeichert und verarbeitet wird und dann natürlich Daten über Daten, die sogenannten Metadaten, tragen im Wesentlichen zu diesem Wachstum bei. Und gleichzeitig haben wir das Phänomen, dass die Verfügbarkeit dieser Daten viel, viel einfacher wird. Dass jeder, der Zeitung liest und jeder, die Zeitung liest, weiß, dass auch Schweizer Banken sich inzwischen damit beschäftigen müssen, dass es Mitarbeiter gibt, die inzwischen eine extrem hohe Verfügungsmacht über wichtige Informationen haben. Die sind schnell und einfach zu kopieren. Ich denke, ein nicht zu unterschätzender Punkt ist, der auch in der Wirtschaft, in der Industrie schon länger diskutiert wird, ist ein Bewusstsein für Open Data Grundsätze. Das heißt, möglichst viel Datenmaterial tatsächlich verfügbar zu halten und nicht abzuschließen an Rohdaten. Dann gibt es einen enormen Fortschritt bei der automatischen Integration. Es gab in den letzten Jahren so Projekte wie Hadoop, die unterschiedliche Datenbanken integrieren. Das, was wir im letzten Panel hier an Diskussion hatten, Next Big Thing, was wird das eigentlich? Eine Frage, die allen unter den Nägeln brennt, ist technische Singularität. Wie können wir also Dateninformationen aus ganz unterschiedlichen Systemen von unterschiedlichen Anbietern gleichrangig nutzen? Und schließlich Auslagerung von Daten und der Punkt für die Hacker. Es gibt natürlich auch immer mehr und besser qualifizierte, zumeist junge Menschen, die so eine Systeme auch angreifen.
Und andererseits gibt es eine Integrationstendenz bei den Systemen, in denen Daten verwaltet werden. Das heißt, insbesondere größere Unternehmen nutzen standardisierte Speicherlösungen und Softwarelösungen. Das heißt, ein einzelner Angriff, ein einzelner Exploit auf irgendwelche von irgendwelchen Systemen hat eine viel, viel höhere Ausbeute, als das bei vielen differenzierten Systemen war. Schließlich, und das ist der letzte Punkt, in den letzten Jahren haben für den Endnutzer die Möglichkeiten, mit großen Datenbeständen zu arbeiten, haben sich massiv vereinfacht. Also Auswertung und Visualisierung, dafür gibt es inzwischen zahlreiche offene Tools, die es relativ einfach machen. Was ist die Konsequenz aus der Entwicklung? Das erste ist, und das ist in einem Kontext politischer Debatten, glaube ich, wichtig, dass wir nicht nur einen Autonomieverlust auf individueller, persönlicher Ebene haben, was wir immer als Datenschutz diskutieren, sondern auch Organisationen und Institutionen werden dadurch natürlich tendenziell durchlässiger. Das heißt, das Organisationsprivileg, dass eine bestimmte Organisation weiß, wer sind meine Mitglieder, was zahlen die im Monat, was machen die sonst so im Leben, solche Informationen sind auch für interessierte Dritte inzwischen einfacher zu erreichen. Ein Effekt, der dabei relativ wichtig ist, und damit steige ich eigentlich in unsere Diskussion an, wir wissen schon aus den 70er Jahren von den analogen Medien, dass es nicht reicht, einfach Sachen offen zur Verfügung stellen. Trotzdem gibt es sowas wie ein Knowledge Gap, eine Wissenslücke. Das heißt, bestimmte privilegierte Gruppen bzw. Akteure, Lerner aus bildungstechnisch privilegierten Gruppen lernen sehr viel schneller und sehr viel besser mit offen angebotenen Informationen umzugehen und daraus einen Nutzen zu ziehen. Das Ganze haben wir natürlich auch auf institutioneller Ebene, dass die großen Akteure, große Privatunternehmen oder staatliche Akteure von diesen riesigen Datenbeständen, von dieser Tendenz am stärksten profitieren können, einfach weil sie das größte Know-how darauf werfen können. Insofern ist der Ausgangspunkt, den wir für die Projekte diskutiert haben, wie gehen wir eigentlich aus der Perspektive soziale Bewegungen, linke Parteien und Organisationen mit sowas um, wo ich sagen würde, es gibt an den Schlüsselqualifikationen, um große Datenmengen selber auch zu handeln und nicht nur sich über Datenunsicherheit oder Datenschutz zu beklagen, so ein paar Schlüsselkompetenzen, wo ich denke, da müsste von Seiten aller Akteure ein bisschen stärker drauf geguckt werden. Wir hatten das in der Vordiskussion, gerade Linke hat oft eine Präferenz für theoretische Debatten. Wenn es darum geht, evidenzbasiert, also auf Basis von verifizierten Daten irgendwas zu entscheiden, braucht man natürlich erstmal eine Datenintegration, statistische Kenntnisse. Raumanalyse spielt inzwischen eine Riesenrolle bei allen Daten, mit denen wir umgehen. Es geht zumindest bei teilstrukturierten Daten, wo also nicht genau daraus hervorgeht, die nicht genau geclustert sind, sondern große Inhalte, wie zum Beispiel bei den WikiLeaks-Cables, sind teilstrukturierte Daten. Viel ist Inhalt, der nicht kleinteilig strukturiert ist, um die Frage, wie können wir diese Inhalte eigentlich analysieren? Das ist sowohl eine technische als auch natürlich eine sozialwissenschaftliche Frage. Und schließlich das A und O, Netzwerkanalyse. Das sind Visualisierungen natürlich. Und das sind, glaube ich, so die Bereiche, wo innerhalb von dem, was ich so als Bottom-up-Bereich beschrieben habe, ein sehr hoher Bedarf besteht, um überhaupt in die Lage zu kommen, mit diesen großen Datenmengen selber aktiv umzugehen. Wir hatten jetzt aus technischen Gründen, wegen mangelnder technischer Integration überlegt, dass wir vielleicht erstmal mit WikiLeaks weitermachen und Jan mal kurz das Projekt vorstellt und danach dann André das Projekt vorstellt. Gut, dann übernehme ich einfach. Wir haben uns im Rahmen von einem Forschungsprojekt, gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, angefangen, Ende 2011 mit den durch WikiLeaks geleakten US-Botschaftsdepeschen zu beschäftigen. Im Wesentlichen, du hattest es in der Anmoderation gesagt, ging es auch darum, eben durch eine neue Anordnung von Informationen, zumindest mal WikiLeaks für eine kritische Wissenschaft zu erschließen, inwieweit man darüber hinaus das auch für linke politische Praxis nutzen kann, werde ich versuchen, später noch an einem Beispiel zu diskutieren.
Im Wesentlichen ging es zunächst erstmal darum, diesen Datensatz, der nur teilweise durch WikiLeaks und immer nur stückchenweise durch WikiLeaks ins Internet gestellt wurde, beziehungsweise öffentlich zugänglich gemacht wurde, wurde dann im September 2011, im September 2011 gelangte dieser Datensatz vollständig ins Internet. Inwieweit er jetzt komplett vollständig ist, weiß man halt nicht. Wir haben auf jeden Fall versucht, die technischen Möglichkeiten, die unserer Meinung nach nicht ausgereizt waren, hinsichtlich beispielsweise von Volltextsuche, von vernünftigen Suchoptionen hinsichtlich der Kategorien, Erklärungen und Einblendungen im Text hinsichtlich der Abkürzung etc. eine Suchmaske zu machen, mit der man eben vernünftig arbeiten kann und in der man das Material eben komplett absuchen kann und gleichzeitig Informationen bekommt über eben diese ganzen Abkürzungen und Codes, die in diesen Depeschen benutzt werden. Malte wird im Anschluss an meinen Vortrag das nochmal kurz vorstellen, um zu zeigen, wie diese Maske eben aussieht. Wir haben dann versucht, dieses Material erstmal quantitativ ein bisschen zu bewerten. Ihr seht hier eine Aufstellung nach Jahren der veröffentlichten Botschaftsdepeschen und man sieht, dass eben der relevante Veröffentlichungszeitraum 2002 bis 2009, wahrscheinlich auch eher 2005 bis 2009 ist, was relativ genau zusammenfällt mit der zweiten Amtszeit der Regierung Bush und eben der Leitung des Außenministeriums durch Condoleezza Rice. Der politikwissenschaftliche Hintergrund ist dann eben, dass man genau in dieser Zeit so ein bisschen einen Paradigmenwechsel in der US-Außenpolitik feststellen kann, der dahin geht, Sicherheitsprobleme nicht mehr nur unterhalb oder im Verhältnis von Staaten selbst zu verorten, sondern vielmehr innerhalb von Staaten, womit eben der ganze Sicherheitsdiskurs viel weitgehender auf substaatliche Akteure ausgeweitet wird. Das heißt beispielsweise, Migranten werden halt unter anderem unter sicherheitspolitischen und auch verteidigungspolitischen Paradigmen diskutiert, was ich auch gleich nochmal am Beispiel unserer Untersuchung dann zeigen werde. Das bildet im Wesentlichen den theoretischen Hintergrund. Dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, dieser Datensatz umfasst ungefähr 150.000 Depeschen. Was sagt er uns denn über Vollständigkeit oder zumindest Repräsentativität? Also haben wir sowas wie einen einigermaßen repräsentativen Ausschnitt über die Kommunikation der US-Außenpolitik? Und natürlich kann man darüber niemals abschließend ein Urteil fällen, aber man kann zumindest sagen, dass die Verteilung der Depeschen auf die unterschiedlichen oder die einzelnen Botschaften in den Ländern in großem Maße mit bekannten Annahmen über Prioritäten in der US-Außenpolitik übereinstimmen. Man sieht zum Beispiel, dass Venezuela und Kolumbien ein großer Fokus sind, ebenso Mexiko, was im Wesentlichen eben genau sich mit anderen schützt. Es gibt dann Ausnahmen, zum Beispiel ist der Kreis über Honduras sehr groß, wo man halt eben an solchen Sachen könnte man im Endeffekt auch versuchen weiterzuforschen, denn es gab eben zwischen 2005 und 2009 in Honduras eine Linksregierung, wo ein großer Fokus drauf gelegt wurde von der US-Außenpolitik, diese Regierung dann eben wegzubekommen und im Endeffekt haben sie sie auch weggeputscht. Und auch die Geheimhaltungsstufen, diese farbliche Markierung hinterlegt, also rot ist immer der höchste Geheimhaltungsgrad, der veröffentlicht, also die Depeschen haben keinen Top-Secret-Inhalt, sondern nur eben die zweithöchste Stufe Secret und das ist rot und grün ist unclassified und man sieht eben zum Beispiel, dass Länder, mit denen die USA keine besonders guten Beziehungen haben, wie beispielsweise Venezuela, rot sind. Regierungen wie beispielsweise Mexiko eher grün. Ich finde, das ist ein ganz guter Ansatz,
genau sowas zu machen, was angesprochen wurde. Also der Versuch, irgendwie das zu visualisieren. Es gibt relativ wenig Ansätze bisher, diese WikiLeaks-Daten in irgendeiner Art und Weise zu visualisieren. Und auch wir haben dann, glaube ich, nicht die technischen Möglichkeiten, das zu machen. Aber da könnte man sicherlich weiter dran arbeiten. Ja, genau. Zu den einzelnen Forschungsprojekten. Wir haben uns im Endeffekt mit vier Themen genauer befasst. Andreas Schüler, Jurist bei dem European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin, hat sich dabei mit der Frage beschäftigt, wie auf diplomatischen Wege in juristische Verfahren gegen US-Staatsbürger in Spanien eingegriffen wurde. Dabei ging es im Wesentlichen um Verfahren gegen Militärs oder Militärangehörige, die in Entführung und anschließender Folter verwickelt waren, deren Opfer eben in erster Linie spanische Staatsbürger waren. Anhand von den WikiLeaks-Depeschen konnte Andreas eindeutig belegen, dass es eben gemeinsame Bemühungen der US-Regierung zusammen mit hochrangigen Vertretern der spanischen Regierung gab, dieses Strafverfahren zu behindern und letztlich dann auch mit Erfolg den regulären Verfahrensweg der spanischen Justiz zu unterlaufen. Es gab eben vorher, und das ist so ein bisschen das, was auch Ergebnis der Forschung ist und was ich auch gleich zu den anderen Themen sagen kann, letztlich die Möglichkeit, über die Depeschen oder über den Inhalt der Depeschen Annahmen, die Andreas vorher hatte oder Verdachtsmomente, die Andreas vorher hatte, eben zu belegen. Und das war eigentlich auch so ein bisschen genau die Zielstellung dieses Projekts, zu schauen, können wir eigentlich in diesen Depeschen unsere Thesen oder unsere Forschungsansätze belegen oder können wir sogar vielleicht neue Quellen finden. Und dann bei Andreas zum Beispiel ist es sehr klar geworden. Das nächste Projekt, auf das ich nur kurz eingehe, ist das von Stefanie Krohn und Gabriel Caballeros, die Sozialwissenschaftler sind am Lateinamerika-Institut in Berlin. Und die haben exemplarisch anhand der Auswertung ausgewählter US-amerikanischer Botschaftsdepeschen untersucht, wie sicherheitspolitische Reformulierungen der Migration in Nord- und Zentralamerika auch mit einer Versicherheitlichung und damit, wie sie sagen, potenziellen Kriminalisierung des grenzüberschreitenden Alltags von Bewohnerinnen in der Grenzregion der Länder des zentralamerikanischen Isthmus verbunden ist. Ihr Forschungsergebnis ist letztlich, dass eben diese Kriminalisierung von Grenzbevölkerung auch durch die direkte diskursive und praktische Einflussnahme der US-Botschaften in Zentralamerika und vor allen Dingen Mexiko forciert wird, obwohl eben der offizielle Diskurs einen multilateralen Dialog und die gleichberechtigte Partnerschaft der beteiligten Länder unter Berücksichtigung der nationalen Souveränität betont. Das heißt, das, was Steffi Krohn und Gabriel Caballeros eben mit WikiLeaks belegen konnten, war, dass es Abweichungen gibt von eben offiziellen Diskursen, die man natürlich vermutet, wenn man sich mit dem Thema der Migration auseinandersetzt, aber was man eben schwer belegen kann. Und es gibt in diesen WikiLeaks-Depeschen vor allen Dingen für Sozialwissenschaftler sehr interessant jede Menge Berichte über Konferenzen und Symposien, zu denen man nicht immer unbedingt Zugang hat und die oft eben halböffentlich sind. Und genau diese wichtigen Symposien, auf denen eben Policymaker dann eben auch Entscheidungen treffen, können eben durch diese WikiLeaks-Depeschen zugänglich gemacht werden, eben für kritische Wissenschaftler. Ja, das, was eigentlich da, wo ich eigentlich am meisten drauf eingehen wollte, war das Projekt von Fabian und Christina, beziehungsweise zusammen mit Nicole Julian, weil sich eben daraus sehr konkret ein Beispiel ableitet für eine linke politische Praxis. Beide beschäftigen sich
Ja, mit Sicherheitspolitik in Kolumbien. Genau, und zwar sind Fabian und Christina Experten im Bereich der sogenannten Agrotreibstoffe und schauen sich an, wie dort in vor allen Dingen in Südamerika, aber auch in Zentralamerika gerade der Anbau von Energiepflanzen gefördert wird. Und unter anderem konnte man anhand der Aussagen in den WikiLeaks-Files hier unter anderem von dem Beauftragten der kolumbianischen Regierung eben für Biofuels zeigen, dass es bei der Ausweitung von Biokraftstoffpflanzen eben nicht nur um energiepolitische Fragen geht, sondern sehr stark darum, wie es hier heißt, Kontrolle über Territorium zurückzuerlangen. Das heißt also, dass die kolumbianische Regierung die Strategie fährt, dort vor allen Dingen Aufstandsbekämpfung zu betreiben unter dem Label eben der Ausweitung von Bioenergie. Konkret, politische linke Praxis betrifft dieses Thema dann im Forschungsprojekt von Nicole. Nicole hat im Anschluss an ihre Recherchen für die Bundestagsfraktion der Linken hinsichtlich des sogenannten integralen Entwicklungsplans für die Region La Macarena untersucht, wie in sogenannten zivil-militärischen Partnerschaften Entwicklungspolitik betrieben wird. Die Tatsache dieses Entwicklungsplans in der Region La Macarena ist, dass auch das Bundesministerium für Entwicklung, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung dieses Projekt zumindest indirekt unterstützt und die Diskussion in den Ausschüssen im Bundestag immer so ein bisschen war, überwiegt denn jetzt in dieser zivil-militärischen Partnerschaft das Militärische oder das Zivile? Und zwar eben sehr wichtig zu zeigen für Nicole, dass es eben in den Depeschen eben offensichtlich ist, dass es vor allen Dingen um militärische Interessen geht. Und man sieht zum Beispiel hier, dass irgendwie Conference vom Southern Command, also von der US-Armee organisiert wird. Es gibt noch so ein paar andere Anhaltspunkte. Vielleicht die nächste Folie. Okay, der andere Streitpunkt in den Ausschüssen war so ein bisschen die Menschenrechtssituation vor Ort, wo eben Menschenrechtsorganisationen darauf hinweisen, dass durch dieses zivil-militärische Entwicklungsprojekt sich die Menschenrechtslage eigentlich eher verschärft hat als verbessert. Das stand halt immer so ein bisschen als Aussage im Raum und lässt sich halt immer schwer beweisen, weil diese Region eben tatsächlich sehr konflikthaft ist und es sehr unterschiedliche Konfliktakteure gibt, also Guerilla und Paramilitärs, staatliches Militär. Und hier berichtet beispielsweise der Botschafter in Kolumbien, der USA in Kolumbien, dass eben auch die lokalen Autoritäten darauf hinweisen, dass es displaced people gibt, also und ein weiterhin hohes Level von dieses IDPs, das sind halt Vertriebene oder displaced people, was eben zeigt, es gibt keine Verbesserung der Menschenrechtssituation. Oder zumindest Aussagen verstärkt von Menschenrechtsorganisationen. Zuletzt vielleicht noch die nächste Folie, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn in der vorherigen Folie dort die Bitte um US Government Assistance steht. Kolumbien ist eine der Hauptfelder für Strategien von High Target High-Target Value Killings, genau, das ist der Begriff. Es geht also darum, gezielte Tötungen. Auch dazu gibt es in den WikiLeaks-Files eine Menge von Daten, die man nochmal vielleicht genauer untersuchen könnte. Interessant erschien uns vor allen Dingen, dass eben entgegen vielleicht der Annahme, sowas könnte vor allen Dingen in Afghanistan und in Irak eine große Rolle spielen, mit denen sich ja die USA mit zumindest
im Konflikt befinden, vor allen Dingen in Kolumbien und in Pakistan, was wir heute auch morgen, glaube ich, gesehen haben in dieser App, die Apple nicht zulassen möchte, eine große Rolle spielt. Wunderbar. Dann könntest du vielleicht gerade weitergeben. Ein Anmelder wollte auch noch ganz kurz was sagen. Kannst, oder wir zeigen noch schnell das genau. Tool, vielleicht den letzten Punkt, und dann, um das mal ein bisschen plastisch zu machen, passt das hier richtig rein. Augenblick. Das ist das Tool, was wir da entwickelt haben. Und wenn wir jetzt den letzten Bereich angucken, wo es um gezielte Tötung geht, also High-Value-Targets sind besonders prominente Personen der Gegenseite, der militärischen Gegenseite, da gibt es die berühmten Capture-or-Kill-Listen, die geheim sind. Das heißt, juristisch ist da von Seiten der US-Regierung bzw. der beteiligten Regierung offen, ob die Personen verhaftet oder umgebracht werden. De facto, gerade wenn wir Einsätze von Drohnen haben, gibt es natürlich überhaupt keine Möglichkeit, die zu verhaften. Das heißt, das sind Kill-Einsätze, da werden Leute also ohne Gerichtsurteil mit erheblichen Kollateralschäden umgebracht. Das ist das, was wir heute früh in dieser kurzen Präsentation da gesehen hatten von Herrn Stadler. Machen sich Leute die Arbeit und weisen regional nach, wo gibt es die meisten Drohneneinsätze, diese High-Value-Target-Einsätze. Wenn wir jetzt hier mal in unser Material gucken, und das ist das, was wir entwickelt haben nach der Abkürzung HYT. Normalerweise tauchen dann hier alle Nachrichten auf, die diese Abkürzung HYT enthalten, und die können wir dann nach verschiedenen Gesichtspunkten überprüfen. Also ich erzähle euch jetzt eigentlich, was da steht. Da haben wir halt festgestellt, Überraschung, dass es entgegen unserer Erwartung nicht Afghanistan und Pakistan waren, sondern dass der größte Teil der Diskussion bei High-Value-Targeting Kolumbien war. Das können wir dann nochmal gegenchecken mit einer Country-Liste, weil natürlich der Sendeort für die Relevanz nicht das einzige ist, sondern die US-Diplomaten geben dann auch einen Betreff ein und sagen, das betrifft dieses und jenes Land. Haben wir auch wieder festgestellt, okay, die meisten Diskussionen im diplomatischen Dienst über High-Value-Targeting betreffen Kolumbien. Also ein Land, was in der öffentlichen Debatte bisher überhaupt nicht auf dem Schirm war zu dem Thema. Und dann gibt es einen nächsten Punkt, klar, Klassifizierung. Der größte Teil von dem Zeug ist Secret. Das sieht man dann da auch quantitativ aufgestellt, und danach gibt es Subjekt und sogenannte Programmtext. Da können wir dann schon sehen, in welchem Kontext ordnen die Diplomaten das eigentlich ein, wenn sie über High-Value-Targeting diskutieren. Sind das Menschenrechts? Diskutieren sie das unter Menschenrechtsaspekten oder unter militärischen Aspekten? Ja, wo man also auf den ersten Blick schon sehen kann, in der Verteilung des Materials, okay, das sind die Aspekte. Und das Gleiche, eine Unterstufe davon sind besondere Programmtexte, das betrifft Programme des US State Departments und schließlich beteiligte Organisationen. Das heißt, unter den Aspekten kann man so ein Suchwort geografisch, chronologisch und nach bestimmten semantischen Kriterien sofort so einordnen, dass man sagt, das Phänomen ist was Neues, ist interessant da reinzugehen, muss man genauer untersuchen, ist global so und so verteilt, ja oder nein. Das ist im Prinzip das Tool. Ja, soweit. I think I'll live.